Diese Woche habe ich für euch den Disney-Film Cruella mitgebracht. Er erzählt die Vorgeschichte der pelzliebenden Bösewichtin Cruella de Vil, die die meisten von euch wahrscheinlich noch aus den 101 Dalmatiner-Filmen kennen. Ich durfte den Film schon vorab sehen und war vor allem von den ausgefallenen Kostümen begeistert. Mein absolutes Highlight war aber ganz klar Emma Thompson, die hier in einer exzentrischen Rolle beweist, warum sie eine der besten Schauspielerinnen Hollywoods ist. Was euch am besten gefallen wird, könnt ihr ab 28. Mai bei Disney Plus erfahren. Dann ist Cruella mit VIP-Zugang für 21,99 verfügbar. Für die Glücklichen unter euch, die schon ins Kino gehen können, gibt's den Film auch schon ab 27. Mai. Ob ihr Cruella von der großen Kinoleinwand oder vom eigenen Zuhause aus guckt, ist völlig euch überlassen. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. 10 Jahre lang flimmerte die Comedy-Serie Friends über unsere TV-Bildschirme und auch 17 Jahre nach ihrem Ende zählt die Show noch immer zu den beliebtesten und erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Und während Remakes, Reboots und Fortsetzungen aktuell voll im Trend liegen, war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die Friends ins TV zurückkehren. Denn dank des US-Streaming-Dienstes HBO Max können sich Fans der Serie auf ein Wiedersehen mit Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe und Joey freuen. Wenn auch etwas anders als erhofft, denn die Stars schlüpfen nicht erneut in ihre alten Rollen von damals, sondern sind lediglich für ein ungeskriptetes Reunion-Special einmalig zusammengekommen und schwelgen in der fast zweistündigen Sendung gemeinsam in Erinnerungen an alte Zeiten. Auch wenn wir also auf neue Geschichten und eine Fortsetzung der Serie verzichten müssen, so lässt das Special unsere Herzen definitiv höher schlagen und ist zumindest für eingefleischte Fans absolutes Pflichtprogramm. HBO Max ist hierzulande leider nicht verfügbar, dafür könnt ihr das Reunion Special ab sofort parallel zum US-Start auch auf Sky streamen. Wer dann wieder nostalgisch wird und Lust auf alte Folgen bekommt, kann alle 10 Staffeln aktuell auf Netflix streamen. Mein Streaming-Tipp diese Woche für euch ist Jojo Rabbit. Wenn ihr Lust habt auf eine abgedrehte Tragikomödie mit sehr viel Herz, dann seid ihr bei dem Film genau richtig. In Jojo Rabbit geht es um einen 10-jährigen Jungen im Zweiten Weltkrieg, der Jojo genannt wird. Er ist Mitglied im deutschen Jungvolk und da er nicht viele Freunde hat, stellt er sich eine lächerliche Version von Adolf Hitler vor, die ihn begleitet. Jojos Weltbild wird allerdings auf den Kopf gestellt, als er entdeckt, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen in ihrem Haus versteckt. Jojo Rabbit ist zweifellos eine ambitionierte Aufarbeitung Nazi-Deutschlands. Dank des Genies von Regisseur und Drehbuchautor Taika Waititi überzeugt sie meiner Meinung nach aber auf ganzer Linie. Der Regisseur von Thor 3 unter anderem spielt in dem Film auch den imaginären Hitler und der Neuseeländer mit jüdischen Wurzeln lässt keine Chance ungenutzt, den Diktator ordentlich durch den Kakao zu ziehen. Neben dem verrückten Humor und der überzeugenden Geschichte, die Taika Waititi immerhin einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch einbrachte, überzeugt Jojo Rabbit auch mit einem Star-Aufgebot. Jojo Rabbit könnt ihr euch ab sofort auf Disney Plus ansehen und die Chance solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Heute möchte ich euch meine absolute Lieblingsserie des Jahres 2020 empfehlen. Ja, das doofe Jahr hatte sogar auch seine guten Seiten, denn Zoe's Extraordinary Playlist ging in diesem Jahr auf Serie und am 30. Mai startet endlich die zweite Staffel hierzulande auf Sky. Darin geht es um die Programmiererin Zoe, die eine magische Fähigkeit besitzt. Sie kann in die Gedankenwelt von anderen hineinblicken, die ihr ihre Gedanken allerdings in Gesangsform darbieten. Das heißt, sie kriegt in den unpassendsten Momenten tolle Love-Songs und andere Lieder präsentiert von ihren Mitmenschen, die da entweder in der Familie oder Arbeitskollegen oder Love-Interest sein könnten. Die Serie ist eine Empfehlung für all diejenigen, die schon Eli Stone und Crazy Ex-Girlfriend abgefeiert haben. Zoe's Extraordinary Playlist ist eine tolle Musical-Dramedy-Serie, die es schafft, Musik, Trauer und Witz mit sehr viel Charme zu verbinden. Macht euch gefasst auf sehr viele Ohrwürmer und tollen Momente, in denen ihr einfach nur aus Herzenslust lachen müsst. Ich freue mich schon darauf, die Serie endlich auf Dauerschleife zu bingen und wünsche euch viel Spaß dabei. Nachdem ich euch in der vergangenen Woche Army of the Dead als Streaming-Tipp empfohlen habe, sorry nochmal dafür, gehe ich es diese Woche etwas ruhiger an und möchte euch einmal Der Distelfink vorstellen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Donna Tartt und befand sich nicht nur 30 Wochen lang in der Bestsellerliste der New York Times, sondern wurde zudem auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Der Film erzählt auf zwei Zeitebenen die Geschichte von Theo Decker, der mit seiner Mutter das Metropolitan Museum in New York besuchte, als dort ein Terroranschlag verübt wurde. Theo überlebt das Attentat, seine Mutter allerdings nicht. Infolgedessen lässt der Junge, angestachelt von einem ebenfalls verstorbenen Antiquitätenhändler, ein wertvolles Gemälde mitgehen,
sehen, was sich wie ein roter Faden durch sein Leben zieht. Trotz eines etwas aufgeladeneren Finales besticht der Distelfink vor allem durch seine ruhigen Töne und lässt uns quasi eigentlich nur am Leben von Theo nach dem Attentat teilhaben. Der Film und seine SchauspielerInnen, allen voran Das Schicksal ist ein mieser Verräterstar Ansel Elgort, schaffen es aber, dass das zu einer berührenden und emotionalen Geschichte wird. Der Distelfink läuft ab dem Sonntag, den 30. Mai auf Netflix und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Streamen.